Something Bad is on the Moon. Mal kein Spiel, was in irgendeinem verlassenen Haus oder sowas spielt, sondern auf dem frickin' Mond. 19. Dezember 1972, mark the date of the last publicly disclosed Earth landing. Since then, 8 classified lunar missions were authorized in absolute secrecy. I found the video recording which investigated those classified missions. Something is on the moon. And somehow, when I saw this footage last week, I think it noticed me. Oh nein, nicht wieder so ein videodurchsprengendes Ding. Recorded December 20, 1972, final public lunar mission, Lieutenant Marcus... Tranquility Base, this is Houston. You are go for EVA. Ist doch gerade gevoice-acted. Please confirm status of your suit systems and PLSS before proceeding to the equipment site. Over. Roger that, Houston. This is Tranquility. Suit systems are green across the board. PLSS is operating within nominal parameters. Preparing to egress the LM. Over. Crazy. Mach mal Mühe lauter. Copy Tranquility. Mach mal Mühe lauter. Take your first steps carefully. The radar receiver at radar site November has recently failed. Its last telemetry sweep before your EVA noted a transient signal 1500 miles southwest of your position. Likely a sensor echo. Proceed with manual receiver reset. Over. Understood, Houston. It's eerie out here. Reminds me of my last walk on the lunar surface. The solitude. The silence. You know, the human brain craves faces. And the solitude makes me see them in the hills. Moving towards the waypoint now. Over. Krass, Tranquility. It's funny, Apollo 11 was the only mission where no one said they saw faces in the rocks. Must be hard to think about anything else when you're the first people to ever touch the moon, I suppose. Ever since then, someone on every lunar mission has mentioned it. Over. Ich wollte sie nicht unterbrechen, ich wollte auch zuhören und weil da keine Untertitel sind, wollte ich jetzt nicht einfach drüber labern. Aber krass, einfach gevoice-acted das Game. Es ist sehr ruhig und sehr leer. So wie es auf dem Mond auch sein sollte, aber es wird wahrscheinlich nicht so schön ruhig bleiben. Der sagt ja am Anfang, dass irgendetwas ihn gesehen hat oder ihn bemerkt hat. Unidentified object crossing the lunar horizon, then went dark. What? Similar profile to your anomaly. It's puzzling, but proceed as planned. Over. Okay, irgendwas wurde gespottet, irgendwas Merkwürdiges. When I reach the radar, I'll make an assessment of the receiver's functionality. Tell me though, what is believed to be the source of the radar signatures? Over. Copy Tranquility. Current theory is high-velocity micrometeoroids, or possibly debris. Anomalous, but not unprecedented. Maintain focus on your objective. Over. Roger that, Houston. I have to admit that this situation has put me a bit on edge. I think I've been seeing things that aren't really there. Maybe just reflections off my visor. I just keep staring at the hills. Over. Tranquility, we are confident that the mission state is nominal. Stay calm and focus on fixing the receiver. You'll get some rest soon. Update us when you reach the radar site. Over and out. Ich believe den nicht. Irgendwas ist hier. Da ist es. Das Piepen kommt alle 50 Meter, ne? Wenn wir uns dem nähern, wa? Das habe ich jetzt erst verstanden. Wenn jetzt 50 kommt, dann kommt ein Piep, dann... Ja, okay, habe ich jetzt erst gecheckt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dieses Piepen ist. Na gut, da sind wir da. Bislang ist ja noch ruhig. Roger, Tranquility. We need you to assess the condition of the receiver and run a system reboot. After the reboot completes, stand by, as we will need to ensure that the reboot fixes the system. But be advised, over the last few minutes, almost all lunar installations have experienced significant technical problems. The cause is currently unknown. Over. Understood, Houston.
out this situation just isn't right. The receiver looks perfectly fine to me. No damage at all. All diagnostics are green, but the receiver is failing to detect any return signatures. I'll reboot the system now. Over. Signature detected. Update us if the situation changes. Over. Alrighty, Tidy. Dann reset, I guess. Worum geht's in dem Game? Wir gucken uns die Aufnahme einer geheimen Mars-Mission, einer geheimen Mondmission an. Mit der Prämisse, dass irgendetwas hier auf dem Mond ist. Und dass der sich die Aufnahme hier gerade anguckt, was wir jetzt auch sind, gesagt hat, dass was auch immer hier war, ihn bemerkt hat. I'm picking up a small object traveling in your direction right now. Oh. It's moving fast, very fast. I cannot get a read on the exact speed. Patching into your HUD now. It's 2250 miles away. Von wo? Please return to the capsule. Okay, irgendwas kommt auf uns zu und es kommt schnell auf mich zu und ich muss zurück zur Capsule. Okay. Okay, ist das fast. Alright, von wo? Von wo? Oh oh. Es ist zu fast für die Anzeige, I guess. Vielleicht schaffen wir es zurück zur Kapsel. Wir brauchen dich, dass du hier bleibst. Bitte nicht bewegen. Du bist hier sicher. Du bist sicher. Das ist nicht echt. Du bist sicher hier. Wir brauchen dich, dass du hier bleibst. Das ist nicht echt. Du bist sicher hier. Es ist dunkel. Aber es wird dunkel. Tranquility, the command module has begun its journey back to Earth. Where you are, stay calm, and we will recover you shortly. Da 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 da. Lauf! Was zur Hölle ist das? Oh Gott, da komme ich nicht von weg. Es ist in mir. Das Spiel ist nicht beendet. Wir starten einfach das nächste Game. Elevated Dread. Wow, it's been a long and rough day. But finally, this is the last house. I just need to put up remaining flyers on every apartment store. And that's it. I will get my first salary. Also wir müssen anscheinend Flyer verteilen. Schmeiß einfach alle im Briefkasten. Machen die bei uns genauso. Be aware when coming in. He is following you. You can enter any 3-digit apartment number. I will let you in. Any 3-digit number. Ja, dann nehmen wir doch mal einen Klassiker, oder? Lass mich rein! Looks like the door's locked. Okay, wir können entweder mit dem Fahrstuhl fahren oder die Treppe nehmen. Ich meine, das Spiel heißt Elevated Dread. Eventuell heißt es einfach nur, dass es pro Etage gruseliger wird. Halloween Party. Ach, super. Come and join us for a fun and spectacular Halloween Party. Okay, draußen stand, dass er uns irgendwie folgt. Finde ich nicht so geil, bin ich ehrlich. Momentan aber sehr, sehr ruhig hier alles. Krasse Tür. Meine Güte. Voll die Prunktür. Voll der Bonze. Dann haben wir die erste Etage fertig, ne? Ich muss wohl in Bewegung bleiben, sonst geht das Licht aus. Meine erste Etage haben wir dann. Gehen wir in die zweite. Oh. Warum habe ich mich so erschreckt? Da lief einfach nur jemand. Ich bin so schreckhaft. Och Mann, ey. Och, ich bin nicht bereit für. Ich bin nicht bereit für Horror. Egal, sterbe ich halt.
Wie schlimm kann es schon sein? Schlimmer als Flyer austeilen ist es bestimmt nicht. Happy, happy, happy. Na, 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 na. Gehen wir da mal nicht lang. Wir müssen da lang. Obwohl, wir müssen da nicht lang. Ne? Wir können einfach weiter mit dem Fahrstuhl fahren. Was passiert, wenn wir da weitergehen? Ich meine, die Treppe dürfen wir wahrscheinlich nicht gehen, ne? Aha. Wir spawnen einfach wieder hier. Dann fahren wir wohl mit dem Fahrstuhl. Juchey. Wieder irgendwas Creepiges? Ich bin bereit. Nicht mehr. Das wird ja echt immer räudiger hier. Da wusste nur jemand, das ist in Ordnung. Das ist okay. Husten ist erlaubt. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Mann, nimm das Packen. Nimm einfach den Packenflyer und werf es irgendwo im Briefkasten. Oder in eine Mülltonne. Oh. Ja, das sieht aber gesund aus. Da. Kinder und ihre Fantasie, ne? Gut, 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 gut. War das schon gerade da, oder? Was ist denn? Hold Shift to sprint? Stay. Warum? Habe ich irgendwo eine vergessen? Nee, hier ist überall was. Ich meine, ich habe alle beklebt. Ich guck nochmal ganz kurz da hinten. Ich meine, der Aufzug sagt mir auch so freundlich, ich soll bleiben. Machen wir das doch mal. Hier haben wir, hier waren nur zwei. Nö, dann haben wir alle. Und jetzt sind wir bei Etage Nummer 4. Boah, wir müssen bis zur 9. Oh. Ab wann kann ich sagen, ich will einfach wieder gehen? Ab wann ist es soweit? Wieder. Machen wir das Licht wohl wieder an. Da wollte noch jemand mitfahren. Ich frage mich, ob wir hier wirklich gejagt werden irgendwann, aber mein Press Shift to Sprint ist eigentlich schon ein sehr eindeutiges Zeichen. Von wegen, hey Brudi, drück mal Shift zum Sprinten, wa? Gut, das war's. 5. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Er ist weggeblieben. 5. Kommt er jetzt beim Rausgehen? Die Tür ist auf. Das ist sehr beruhigend. Aber ich hänge weiter meine Flyer auf, ne? Könnt mich nicht weniger jucken. Ach, naja, dann gehen wir halt mal rein, oder? In die gute Stube. Obwohl, pack mal erstmal einen Flyer dran. Gehen wir jetzt auch rein? Ach komm, was soll's. Sieht doch so einladend hier aus. Hallo. Oh, guck mal, lecker essen sogar. Also die Bude sieht deutlich... Oh. Einladender aus, als ich dachte. Was passiert, wenn ich zu dem Boy hingehe? Er ist weg. Er steht jetzt da vorne. Okay, scheiß mal drauf. Nope. Weißt du was? Oh! Haucht er mir auf einmal einen Nacken, Mann. Muss doch nicht. Wo? Was ist das denn? Das Messer hängt falsch rum in der Wand. What the hell? Achso, das hält es fest. Ah, ich sehe. Okay. Gut. Creepy Man da vorne. Scheiß mal auf dich. Wir gehen jetzt in die Nummer 6. Oh. Traum. Wir sind hier, wir haben eine Aufgabe und das ist Flyer aufhängen. Und genau das machen wir auch. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Aber irgendwas kommt doch jetzt noch, oder? Das ist ja echt
Ach, sein Apartment. Weil das Spiel setzt doch irgendwie immer irgendwie einen drauf. Gerade hatten wir den Schattenboy. Sache das. Es wird hier alles so abstrus, ne? Na gut, halt mal die Gosch. Wir gehen. Das war ein bisschen zu einfach hier alles. 7. Bleib so, ich habe immer Angst, dass jetzt irgendwas hier reingegangen kommt. Irgendwas. Na, guck mal, schon wieder Ette. Ah ja, gut. Hey! Gut. Hey! Gut. Hey! Gut. Schnauze. Gut. Irgendwas hat da hinten in der Ferne gerade gerührt. Von ja nix lasse ich mich hier beirren. Da habe ich einen Hingang. Wunderbar. Wir steppen einfach. Einfach durch. Lass bitte das Kind in Ruhe. Das bin ich sehend. Mach dich weg. Alles normal. So sieht das auch in meinem Mietshaus aus. Alles so, wie es sein soll. Warum teilt ihr gerade irgendwelche Kochrezepte im Chat? Ich bin hier on the edge, weißt du? Meinem Job am Nachgehen und ihr. Ja, übrigens, 250 Gramm Nudeln, Kilo Käse. Hallo. Radio, turn on. Na gut. Steht da hinten jemand? Ja, Mr. Grabbelman ist da hinten. Guck ihn dir an. Wir lassen dir mal Radio hören und gehst in die andere Richtung. Flyer hier, Flyer dort. Hier vorne ist wieder mal nichts. Okay. Tja, dann, führt ja kein Weg dran vorbei, wa? Alles in mir schreit, dann nicht hinzugehen. Ah, er steppt einfach. Ist ein Süßer. Ist schüchtern. Na gut. Kriegt auch einen Flyer auf der Tür. Vielleicht will er ja zu meiner Halloween-Party kommen. Immerhin hat er das Kostüm schon an. Träumchen da, bitteschön. Viel Spaß mit dem Flyer. Es macht doch nicht das Licht aus. Wird doch gerade creepy. Hallo. Moinsen. Hätten Sie Interesse an einem Bausparvertrag? Mister? Oh, guck mal, ist nur Tomatensoße. Er ist nur missverstanden, Leute. Er ist einfach nur ein scheiß Messi. Willst du zu meiner Halloween-Party kommen? What's happening? Wir gehen. Ja, die 9. 9 klingt doch sympathisch jetzt. Sehr sympathisch. Oh, das sieht aber clean aus. Oha. Hm? Baby hat die Moves. Sehr schön. Ein bisschen Angst, dass da irgendwas Tossartiges drauf ist, aber sieht noch in Ordnung aus. Okay. Scheiß mal da drauf. Hier sind
keine Türen mehr, was meinen Job recht einfach macht. Es geht immer wieder an, Mann, schon wieder so ein Ding. So. Hier ist dann nur das Treppenhaus. Das Treppenhaus, da darf ich ja nicht hin. Guten Tag. Ist hier eine Tür? Eine Tür. Jetzt ist hier auf einmal eine Tür. Na gut. Put up Flyer. Okay, dann geht sie auf. Dann kommt ein Monster. Dann renne ich. Renne in den Fahrstuhl. Ja, ich bin basically tot, so oder so. Naja. Die Tür bleibt zu. Ein Traum. Wir gehen. Ich habe es geschafft. Das heißt, wir können jetzt wieder fahren. In die 1 runter. I guess. Ich meine... Was? Ich wollte gerade sagen, der Boy war ja bis jetzt echt zahm. Hat nichts getan, hat mich einfach in Ruhe gelassen. Oh. Ah, shit. Wenn der Fahrstuhl verschwindet, nehmen wir halt die Treppen. Das ist doch kein Problem. Hier sind keine Treppen mehr. Das ist nicht gut. Ach, warum denn schon wieder du? Ich hab deinen Fahrstuhl gehört. What? Spiel. Mein Gehirn schafft das doch nicht. Ich schaff das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Schausen! Wir können... Es wäre auch zu schön gewesen, ne? Es wäre auch einfach... Es wäre... Der musste doch nicht sein. Du hast es so schön geschafft, die Atmosphäre nicht über Jumpscares hervorzurufen und dann am Ende. Jetzt habe ich Kammerflattern. Ach du Heiliger. Das war Elevated Red.